Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Heute mit dem Dreadnought hier vor mir. Ja. Dem Zeitschrift Dreadnought. Und der Patron Dreadnought Kanonenkugel. Ja. Ob das an der Seite außen nochmal hier der sekundäre Deflektor ist, das blaue, links und rechts davon? Weiß nicht. Vielleicht ist einfach nur Licht. So, wir haben übrigens immer noch den Dialog offen vom letzten Mal, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und ist noch auf dem Button, mein Volk wird sie schon bald wieder kontaktieren. Wir haben mittlerweile einen neuen Handyvertrag, wo auch Langstrecken-Subraumkommunikation günstiger ist. Wir haben viele Angelegenheiten zu besprechen. Wo bist du jetzt? Ich würde mir wünschen, dass wir über ihre Wissenschaft, ihren Handel und ihre Gesellschaft reden könnten. Ich nehme an, dass nun, da wir die Krise abgewandt haben, Zeit für all dies sein wird. Habe ich recht? Ich weiß nicht. Den ersten Kontakt mit anderen Spezies einzuleiten ist eine unserer wichtigsten Pflichten. Nach unserem ersten Treffen bin ich zuversichtlich, dass wir zukünftig Wissen und Kultur austauschen können. Ich sehe es nur gerade unten im Chat. Habe ich recht? Und da schreibt Annika Hansen, nee. Genau in dem Moment. Wo im Chat? Unten im Ratchet-Chat. Echt? Ja, vor den ganzen Plus, die jetzt gekommen sind. Annika Hansen at Kowalski Mne. Achso. Okay. Da wird aber auch schon geschrieben. Und da ist die zweite Runde von Temeras, ja. Achso. Oh, ich denke, unsere Freundin, die Administratorin, wird eine Mitfahrgelegenheit nach Hause benötigen. Würde Ihnen das etwas ausmachen, während Sie sie auflesen und nach Hause bringen, kann ich inzwischen damit beginnen, mehr Informationen zu den Plänen der Tolianer zu finden. Wir hätten uns in Kürze treffen. Ja gut, ihr wollt uns ja sicher noch persönlich bedanken bei uns, ne? Von der Hinsicht. Hast du die jetzt an Bord genommen? Ja, du und ich. Jetzt haben wir es einfach geklont. Wir haben sie zerrissen. Du hast die eine Hälfte, ich habe die andere Hälfte. Genau. Aha. Redet bei dir auch eine Kardassianerin? Ja. Ich könnte eine Menge an Informationen über diese Sterne. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Das zittert alles über mir. Sobald wir das Gebiet der Allianz sind, werden sich einen Shuttle Richtung Heimat nehmen. Das heißt, die Alte lassen wir jetzt einfach da. Sag mal, kann das sein, dass jetzt die Asteroiden weiter weg sind? Natürlich. Ne, ich weiß nicht. Ne, ich glaube, die sind genauso. Es scheint, als wäre der Erstkontakt mit den Lokari ziemlich vernünftig verlaufen. Nun können wir nur hoffen, dass wir die Trojaner davon abhalten können, irgendetwas Desaströses anzustellen. Desaströs. Wenn sie wieder mit den Tox-Utat auftauchen. Wir sind bereit, das System auf ihren Befehl hin zu verlassen, Sir. System verlassen. System verlassen. Okay. So. Gucken wir uns mal so eine neue SDF an, oder? Meinst du? Also erstmal sammeln wir ein bisschen Zeug ein. Auf der anderen Seite, wenn du unbedingt verlieren willst. So, halt. Oh, jetzt ist aber gerade aus dem Mond ein Planet geworden, eine Sonne geworden, oder? Ein Erstkontakt ist ein bedeutsames Ereignis für die Föderation. Wir sind dankbar, wir sind darüber erfreut, in einen Dialog mit einem lokarischen Volk einzutreten. Unglücklicherweise ist der Verlust des Tox-Utat sehr beunruhigend. Ich denke, das war der Angreifer. Uns liegen Berichte über dieses Gerät vor, die aus der Zeit stammen, als Jean-Luc Picard S-2366 auf Risa zu Gesicht bekam. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Trojaner Zugriff auf eine Technologie aus der Zukunft erhalten, mit der ganze Sterne destabilisiert werden können. Aber darum müssen wir uns später kümmern. So, was nehmen wir denn? Ja, okay. Ich nehme mal den Torpedo. Ja, habe ich auch genommen. So, wie fandst du die Mission? Mal von den logischen Problemen abgesehen, wobei es wurde ja zum Teil wenigstens am Ende noch aufgeklärt. Ja, welche logischen Probleme zum Beispiel? Naja, weil es ja erstmal unlogisch war, warum der aus der Zukunft kommt, um das zu korrigieren, eine Zeitlinie, die eigentlich nicht durch solche Einflüsse verändert wurde. Ja, hat er dann gesagt, dass es dann... Naja, das war noch nicht ganz klar bisher, muss ich sagen. Es ist noch... Glückwunsch. Level 54, hui. Yep, Level 54. Ansonsten fand ich eigentlich ganz okay. Scheint ja interessant zu werden. Es wird die NX-Story wieder mal aufgegriffen, auch nicht schlecht. Aber ich finde, es passt zu Star Trek, finde ich. Hat sowas so, hätte eine Folge in TNG oder so sein können. Ich hätte halt, wie gesagt, gerne den Dreadnought. Ja, diesen Dreadnought-Torpedo. Genau, das wäre
Ja. Aber bitte als Dread-Träger Nord. Kubus. Stell dir mal vor, die Borg hätten diese Technik. Die würden ganze Borg-Kuben in Shuttles packen. Ja, stell dir mal vor, wenn die mal so ein Ding assimilieren. Das ist ein Borg-Kubus, das ist echt sprichwörtlich Borg-Würfelchen. Genau, ich muss mal hier. Und dann verbinden die sich so aller Star Trek Armada zu einem großen Kubus. Ja, oder sie nennen es Rubik Cube und drehen sich. Ja. Jetzt wollte ich mal Steuerung-Taste, ich muss mir mal kurz umstellen. Wo sind hier Torpedo-Abwehr? Doch, habe ich noch. Passt. Okay, jetzt was machen wir? Guck, ich hatte sogar Phaser drin. Scheiße, ich hätte sogar nehmen können. Gut, meine Phaser sind alle sonst besser. Ja, bis auf den Torpedo, einen MK10, genau. Den müsste ich noch aufbauen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich reihe uns einfach mal für eine neue SDF ein. Gucken wir es uns mal an. Wir haben eh keine Ahnung, was wir tun. Na, ist sowieso nicht, deswegen machen wir erstmal echt dumm, einfach mal beides einreihen und gucken, was passiert. Das ist einmal Boden, einmal Space. Auch Space. Ich habe beides eingereiht. Ich mag Boden nicht. Ach, Memme. Wir gucken uns beide an. Das andere ist Terror Gnor. Das ist Boden. Das ist Boden. Ich mag kein Boden. Nee. Richtige Eier. Oh, danke auf Terror Gnor. Toll, Boden. Na toll. Oh. Ich kann mal den Torpedo ausprobiert. Weißt du, was wir machen müssen? Keine Ahnung. Gut. Angriff und dann beamen sie sich auf Terror Gnor runter, finden sie dort heraus, wer die Station gebaut hat und warum sie noch Terror Gnor heißt. 30 Minuten dauert die. Guck mal, die Kleode voll in Körperpanzerung und die so freizügig, ne? Entweder hier, weil die hofft. Die hat stahlharte Muskeln. Ja. Wir schicken Enterkommandos nach unten auf Terror Gnor. Wir haben einen Brückenkopf an der ihre Äquivalenten von Quarks errichtet. Betreten sie die Transporterplattform, wir schicken ihnen ihr Team nach Hause. Okay. Zeug hier. Ja, ja. Ich überlege gerade, was ich hier für eine Waffe nehme. Oh, ist ja auch gerade mein Inventar, ist ja rotzevoll, ey. Ja, meins auch. Jetzt, wo ich wegklicken wollte. Mann, ich bin so ruhig, ganz leise. Also. Oh. So, dann rennen wir mal. Machen wir mal Schieße. So, das ist auf jeden Fall die Quarks-Version. Hier steht kein Dabo-Tisch. Keine Terror Gnor Dabo-Tisch. Was heißt, Terror Gnor wurde die Bahn nicht von einem Ferengi geleitet? So, ich lass mal die anderen hier. Danke für Ihre Hilfe. So sieht die Lage aus. Admiral Lita vom Terranischen Imperium hat uns eine bisher unbekannte Technologie eingesetzt, um Terror Gnor Zugang zu unserem Universum zu verschaffen. Unsere ersten Scans zeigen, dass die Station selbst als Signal für den Rest ihrer Flotte dient. Du, die laufen jetzt alle los irgendwie, ne? Ja. Machen wir einfach mal. Einfach mal hinterher. Na komm, lade. Das ist doch rot hier. Voll der Rotstich. Ja, so ein bisschen. Das scheint hier alles. Ja, die haben voll die rosa-rote Brille. Was? Eingang, Lagerraum irgendwo hier vor uns. Ja. Wo ist denn? Ach, da rein. Zum Arbeitszentrum begeben. Guck an, hier sieht es ein bisschen anders aus. Einfach ein paar Kisten eingestellt und schon ist ein Arbeitszentrum. Tja, so schnell geht's. Diese Erzraffinerieanlage, die hat doch mal eine Deep Space Nine-Folge gab. Kennst du die noch? Ja. Wo sie doch nur so eingesperrt waren und alles. Wo dann im Prinzip diese Folge war, wo dann dein Computer gedacht hat, es wäre ein Aufstand. Mhm. So eine Räumlichkeit sieht man ja nicht. Ja, auch mal was. Okay. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich laufe einfach mit und schieß. Mehr außer Schießen ist es meistens sowieso nicht. So. Irgendwas hat sich gerade. Ich glaube, die wissen etwas, was wir nicht wissen. Naja, ich tue mich ja gerade wieder zurück. Karik baut da scheinbar irgendwas. Ja. Ach, die beamen ja alle nach rein. Ja.
Und einer steht irgendwie an der Konsole und muss was machen. Ah, ne, das ist ja die, wo man mitläuft bei uns, die müssen wir schützen. Einfach mal schießen, alles was kommt. Ja, schießen. Einfach hier, wo sich was bewegt, einfach draufhalten. Der war mit rein nochmal einen Hort hat, der wird auch irgendwas tun. Ja. Halt, das ist. Was? Potonic? Nicht Potonic? Nicht Potonic. Titanic! Wir benötigen eine Titanic. Es gibt irgendwie hier zwei Konsolen, aber ne? Ja, richtig? Aber der eine. Hier steht auf jeden Fall der eine. Oder sagt, das ist die eine. Aber Dingens? Wo ist die andere Konsole? Weiß ich nicht. Ist die hier? Mal ein bisschen. So, keiner mehr da? Holen wir. Doch, da. Ach, ne, hier. Ich weiß, nee, der wir müssen nur schießen. Der, wo die Person, wo die Konsole macht, ist ein NPC. Das ist die in dem Anzug da hier, wo wir einfach nur schützen müssen. Die rennt hier von Konsole zu Konsole. Ach so, weil es irgendwie so. Du siehst ja jetzt eh schon, bei Beta ist ein bisschen hochgekommen jetzt. Ich war auch nicht so ganz sicher, ob wir uns da irgendwie aufteilen müssten. Nachdem die alle hier in der Gegend sind. Außer, dass die ein bisschen vorgerannt sind. Ja, nicht, dass sie halt erwartet hätten, dass wir eigentlich irgendwo hätten hingehen sollen. Tü-lü-tü-lü. Also, irgendwie habe ich jetzt gerade so ein. Ich glaube, ich bin einfach nur ein Geschützturm. Ja, das ist. Ich schieße auch einfach nur. Ich hoffe, es ist richtig. Falls wir es falsch machen, ruhig mal nicht in den Chat schreiben. Wir machen die gerade zum ersten Mal. Jo. Denke, heute machen sie einige zum ersten Mal. Heute machen sie es einige. Einige machen es heute zum ersten Mal. Unglaublich. Ach, hier ist wieder schreit's der. Schreit's mal, wie es war. Techniker Alpha. Ja, du versteckst dich ja wohl, wa? Komm, kannst du knicken, Alter. Knicken, Alter. Mein Überbrückungstechniker stirbt gleich, ne? Mhm. Achso, der geht dann weg und heilt sich wahrscheinlich, ja? Ich weiß es nicht. Ne, der wechselt ja auch mal von Konsole zu Konsole. Ich weiß nicht, das ist irgendwo anders rumlaufen. Jetzt müssen wir den Raum sichern. Also der ist anscheinend soweit durch. Einfach alles abschießen, was hier noch rumrennt. Lieutenant Sanitäter. Tot. Sanitäter. So. Hier steht er. Ja, und so werden sie wieder verschluckt. Muss ich vorrennen? Mit Glück, Ach, hier oben laufen sie. Oh. Ich komm schon. Ich weiß ja nicht, was ich tue. Ach, hier ist Krieg. Was, Brunade, wenn ich das Zeug ausschalten? Jo. Bis jetzt ist es. Also, ich hab's noch nicht so ganz gerafft, was ich tue, aber ich muss halt einfach. Ich auch noch nicht so ganz, aber bis jetzt ist es eigentlich nur durchlaufen, Leute abknallen. Gut, da muss man jetzt nicht viel denken. Ist für uns ideal. Oh. Kriegen Sie Grenz. Cutscene! Oh, noch in der Wand.
Ah, hallo Lisa. Hat die da auch sowas Heißes an wie in dem Screenshot? Nee, aber sie hat die Huken gut ins Bild gehalten. Silent Nova als Tribble kommt in den Raum gerollt und wünscht allen in Tribble-Sprache einen guten Abend. Hudel, hudel. Wünscht dir auch einen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Hamüchen. Gute Nacht. Oh, ich habe aufs Maul bekommen. Ja, ich bin auch gerade hier. Aber du spawnst direkt hier wieder. Ja, das passt. Obwohl. Ja. Irgendwie lebe ich trotzdem wieder. Hier ist eine Konsole, kann man die betätigen? Ja. Kannst du dir was machen? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gedrückt. Ja, hier steht irgendwas optional. In dem Moment ist noch niemand gespawnt, ja, ja. Gewaltsame Lösung. Was schießt? Ach, da oben steht noch ein Kreativ. Ach, ich muss, man muss diese Konsole anstatt in einer bestimmten Reihenfolge machen. Weil das sind mehrere Konsolen. Mhm. Da frag mich nicht, welche Reihenfolge. Wahrscheinlich einfach von vorne bis nach hinten. Ich fang einfach mal hier vorne an. Ja, mach du mal, ich tue hier in solchen Konsolen abzulenken. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, ich mache jetzt mal die Konsolen gar nicht mehr. So, ich glaube, ich tue jedes Mal. Nein, das Problem ist, ich glaube, irgendjemanden dazwischen fuchsen die ganze Zeit. Weil im Endeffekt, das habe ich soweit gereiht. Die erste, dann sagt sie, an welche Stelle du gehen musst. Wenn die erste richtige hast, dann sagt sie, zu welcher du gehen musst. Also ich mache jetzt aber okay. Mal keine Konsole mehr. Ich tue jetzt mal schießen. Ja gut, wir haben auch die Lösung nicht gefunden. Und zumindest die optionale oder hier. Also eine optionale aber. Macht die überhaupt jemand? Nee, ich glaube, ja, diese Kerat oder wie die hieß oder der oder das. Nee, Karik der hat es vorhin zumindest rumgelaufen, hat die gemacht. Aber da hinten Gerrit rennt noch rum. Gesterbselt. Boah, link noch. Zumindest nach der SDF die rauchte Folge zu Ende. Das mit Sicherheit. Wenn man die. Also es hieß 30 Minuten dauert die. Echt? Mhm. Stand vorhin so drauf. Sofern man. Also wo man merkt, die normale, ne, ist nicht die schwere. So, Karek rennt nochmal rum hier. Ja, ich schieß nur. Ja, ich sterb nur. Alter, was du hier durch die Granaten durch die Gegend fliegst. Hä? Alter. Diese blöden Granatwerfer, was geht denn ab hier? Ich bin nur am Spawnen. Ja, so geht das halt auch. Vor allem so viele Leute, die hier rumstehen. Die Grenadiere da oben mit. Ja, ich versuche da ja auch gerade die ganze Zeit. Oh, gestorben. Oh. Ja, ist fasziniert. Bin schon wieder tot. Das ist die leichte? Also ist definitiv nicht die schwere. Ja, jetzt wird gerade wieder ruhiger, habe ich das Gefühl, oder? Oder auch nicht. Ach komm. So, aber die spawnen da oben aber auch in einer Tour wieder. Also ich glaube, wir brauchen nur warten hier, bis wir durch sind. Macht das jetzt jemand?
Garrett versucht's wieder. Ja, Karek macht hier auch gerade rum. So, jetzt hat sie was getan. Wir können weiterlaufen. Okay. Respawn zum Kontrollraum des Drehkörpers begeben. Ich renn vor, Hauptsache weg hier von den ganzen Geballere. Oh, ist auf einmal ruhig. Ja, ich glaube hier rein. Da stehen sie. Ja, hier. Mhm. You cannot stop me. You are but a stepping stone. Alter. The power of the power race. Okay. Das ist ja diese besessen, die Alte. Yep. Voll die Frau. Ja, sie ist eine Frau, ne? Das ist schlimm. Du machst einfach mal so einen Controller an, ne? Da steht Platten überladen. Ich glaube, da müsste sie aber dafür auch draufstehen. Ja, ich glaube schon. Und jetzt steht sie gerade nicht drauf. Naja. Das heißt, da müsste man sich eigentlich positionieren. Ach komm, jetzt wähl die aus, meine Fresse, ist es dann so schwierig. Ach komm, jetzt nimm doch mal die hier. Die Liederin zu mir. Komm. Wenn die mal auf dem Ding stehen bleiben würde. Oh, I suppose I should be thanking you. You were the ones that returned the orb to us. Wo ist er denn? Also, jetzt müsste die jemand. Ne, ja, das sind drei Konsolen. Wenn, dann muss da, wo sie halt steht. Ja, eben. Ach Mist, das ist die falsche. Ja, eben. Ja, eben stand ja, obwohl, da steht jemand, aktiviert gerade. Da sind gerade. Ne. Ich mich wundert eher, dass noch keiner hier im Chat rumflucht. Alter, was hat denn die? Alter, die hat 35.000 Lebenspunkte. Das geht knapp. Da unten geht ja schon die Schilde runter. Ruf doch. So. Rennst du auch mal hier auf eine Plattform? Jede Konsole einsetzen, um von Liter der Energie. Keine Ahnung. So, jetzt. Mach an. Ja, ich drück. Komm, mach. Oh, wenn das nicht so lange dauern würde. Oh, jetzt habe ich einen Schaden gekriegt. Jetzt schalt ein. Ja, ich krieg hier permanent Schaden. Ich kann nicht drücken. Ich werde ja von drei Dingern beschossen. Das ist ja blöde Geschützturm. Ne, da waren drei von den Spieluniversums-Heinis. So, die ist auf jeden Fall durchgelaufen. Ich hab's aktiviert gehabt. Achso, die rennen dann immer, dann ist sie kurzzeitig immun. Also nicht mal immun, sondern man kann sie beschießen. Sonst genau. Ist sie nämlich immun. Ich mach mich schon mal in der nächsten Ding bereit hier. Gut, jetzt ist sie wieder immun. Jetzt wäre es cool, wenn das jemand aktiviert hätte. Ja, Problem ist, da steht keine Sau. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, jetzt wo du da stehst, ist es. Ja, eben, es wie steht ja keiner dort. Geht noch langsam die Hypersprays aus. Ich habe noch nicht einen benutzt.
Doch, doch, ich muss die ganze Zeit, ich bin ja nur am Respawn hier. Wenn du an den Konsolen stehst, bist du ziemlich beliebt als Opfer. Kann ich den mal mitnehmen. Alter, wenn du spawnst, bist du ja außerhalb von dem Raum. Yep. Wo ist denn jetzt hin? Ach komm, jetzt wähl doch mal ein anderes Ziel aus, meine Fresse. Ich werde jetzt auf jeden Fall an einer Konsole bleiben. Machst du an? Nee, ja, spät. Ich drück gerade. Ah, jetzt. Komm. Was hat mir jetzt schon wieder. Oh, was schießt mich denn da hinten an? Komm, drück. Aber sie ist, glaube ich, gerade. Jetzt wählt den Scheiß aus und schieß, meine Fresse. Also, manchmal kriege ich ein bisschen Hass. So, wenn jetzt hier mal jemand. Ja, da hinten steht auf jeden Fall jemand. Wird gerade aktiviert. Ja, so. Ja, da war auch die richtige. Hat das gereicht? Ja, es hat gereicht. Sie nimmt Schaden. Ist wieder immun. Das war aber schnell. Ich aktiviere hier, die ist gerade eh in der Nähe. Hoffen wir mal, dass sie durchläuft. Nee, nicht wirklich. Ja, das ist ja eine Weile aktiv, die muss nur. Die rennt hinten rum. Das Problem ist, solange die. Mal schön die Jungs an der Seite auch mit wegnehmen. Ich kann die Konsole ja nicht. Die Konsole hat Cooldown. Alter, wieso kann ich die Konsole nicht machen? Jetzt. Ach, jetzt rennt sie weg. Die dumme Bitch. Aber in irgendeiner ist sie reingelaufen. Gut, jetzt kriegt sie. Aufs Fressbrett. Die sind beide reingelaufen, sehr schön. Alter. Ach, jetzt schieß halt. Oh, bin ich tot. Komm, steh auf. Oh, I suppose I should be thanking you. You were the ones that returned the orb to us. Und wieder immun oder? Nee, noch nicht. Nee, noch kriegt zur Fresse. Oh. Ja, die hat nicht mehr viel. Jetzt geht's aber. Jetzt. Die werden mich nie aufhalten. Aber ganz schön stramme Beine, muss ich mal sagen. Ja, ja. Ist das echt die Synchronstimme von Lieder? Die klingt so komisch. Die hat doch mal so viel höhere Stimme. Im Englischen? Ja, ich meine, die Original hat auch eine viel höhere Stimme. Hm. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ein bisschen. Hm. Lieder besiegen, optional. Lieder können ja, irgendwas umkehren. Ach, da hinten. All teams, stand by for emergency beam out. Okay. Boah, hat sie ganze Station weggezogen, hast du gesehen? Hey Crazy Frog, hey ho! Oh. Das heißt, die Meere streamen Crazy nicht mehr, Frog. Wenn Crazy Frog schon herkommt. Jo! Geschützt, nein. Verstand. Kann ich hier anstatt also, No einfach Nö machen? So, was haben wir jetzt? Terranische Sonde nehme ich an. Wie wird es gegeben? Pokémon-Partikel, sehr schön. Was ist das? Achso, Dominion-Karte habe ich noch. Wieso habe ich jetzt keine Terraner-Magen gekriegt? Ich glaube, die habe ich schon bekommen. Ne, bei mir steht 0. Ich habe Terraner-Magen ausgewählt, habe aber Flottenmagen gekriegt. Hä? Hast du Terraner-Magen gekriegt? Ja, ich habe wieder... Ja, Moment. Terraner? Ja, 65.
Ich habe keine gekriegt, ich habe 6 ausgewählt. Tja, wahrscheinlich warst du zu schlecht. Doch, Timera streamt noch, schreibt er. Aber ist egal, es war jetzt mal eine episch lange Folge wieder mal. 30 Minuten. Jupp. Haben wir mal reingelunzt und vielleicht gucken wir dann mal in der nächsten Folge dann mal in die Space-Version rein und machen dann weiter, ne? Jo. Gut, bis dann. Also dann. Tschalü. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.